Hohe Inflationsraten, eine straffere Geldpolitik, fallende Vermögenspreise. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Die Interpretationen sprießen momentan ins Feld. Was werden die Notenbanken tun? Wie hart wird es für die Märkte in einigen Teilsegmenten wie den Kryptowährungen, aber auch in den Bereichen der unprofitablen Technologieunternehmen haben wir bereits starke Rückgänge gesehen und Anleger sind nun damit konfrontiert, wie sie sich positionieren und dementsprechend möchten wir den einen oder anderen Denkanstoß hierzu liefern. Zunächst sollte allen klar sein, dass die Anlageentscheidung und Fragestellung, ob die Aktienquote erhöht oder reduziert werden sollten, nicht im luftleeren Raum treffen sollten, sondern die strategische Vermögensstruktur ist hier sehr wichtig. Sie sehen beispielhaft das Ganze dargestellt für ein klassisches wachstumorientiertes Portfolio. Sie sehen die Vermögensklassen Liquidität, Gold, Renten und Aktien. Beispielsweise sehen wir hier eine strategische Aktienquote von 60%. Diese resultiert aus der finanziellen Risikobereitschaft, der Tragfähigkeit, dem Anlagehorizont und vielen weiteren Parametern. Und in Blau sehen Sie entsprechend die verschiedenen Bandbreiten, die man definiert hat für dieses Mandat. Das heißt, es geht darum, sich die Frage zu stellen, die Aktienmärkte in den vergangenen Jahren waren sehr positiv. Ich bin jetzt vielleicht übergewichtet in Aktien, zudem vielleicht Konzentrationsrisiken in meinen Aktienportfolien, weil die Indizes entsprechend die Technologie- und Wachstumsaktien höher gewichten. Auch die aktiven Manager, die gut performt haben, haben diesen Trend tendenziell mitgenommen. Und daher gilt es natürlich zu überlegen, was heißt das für die Ebene der Vermögensklassen, also die Verteilung Aktien, Cash, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Co. Aber auch, was bedeutet das für die Ausrichtung, für die Charakteristika innerhalb dieser Vermögensklassen? Diese Fragen sollte man sich nun natürlich entsprechend stellen. Aber auch bei der Umsetzung der Strategien geht es natürlich darum, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und ich habe Ihnen das hier exemplarisch mal aufgezeichnet. Und da sehen Sie, vereinfacht gesprochen, gibt es eigentlich zwei wesentliche Ansätze. Der eine Ansatz, der war in den letzten Jahren seit der Finanzkrise extrem erfolgreich. Vereinfacht gesprochen, man investiert in den breiten Markt. Die Rückgänge am Markt waren zwar teilweise heftig, denken Sie an Corona, haben sich aber relativ schnell erholt. Rebalancing, buy the dip, waren Themen, die hervorragend funktioniert haben. Aber es gibt auch Marktphasen, da sehen wir schnelle und starke Verluste und vielleicht langsame Erholungen. Dann ist vielleicht eine Art Versicherungsstrategie ganz vernünftig. Das war in den letzten Jahren eher schwach, weil der Pfadverlauf hat nicht zu den Ergebnissen gepasst. Oder vielleicht auch trendfolgende Strategien, bei der Sie verschiedene Marken eben nutzen, um die Investitionsquote zu steuern. Auch hier muss man sagen, das war in den letzten Jahren nicht besonders von Erfolg gekrönt. Warum? Die Märkte sind eben sehr schnell gefallen, sehr schnell wieder gestiegen. Das heißt, wenn wir Strategien vergleichen, dann müssen wir uns klar machen, dass es keinen Sinn macht, 5 Strategien zu haben, die alle Marktrenditen verdienen, sondern wir brauchen Strategien, die sich unterschiedlich verhalten. Also Strategien, die dann gut funktionieren in einem Umfeld, wie wir es die letzten 10, 12 Jahre hatten. Strategien, die einen anderen Verlauf bieten, wenn die Märkte sich vielleicht eher mal entwickeln wie nach dem oder im Platzen der Dotcom-Bubble oder auch der Finanzkrise, waren eben durchaus diese risikomanagementorientierten Strategien sinnvoll. Und das Ganze sehen Sie hier mal beispielhaft dargestellt an einem Strategieindex, der vereinfacht gesprochen den DAX erwirbt und immer Put-Optionen, die 5% aus dem Geld sind. Und da sehen Sie diesen Verlauf von dem 01.01.2000 bis zum 30.03.2009. Da sehen Sie hier oben diesen Index und vereinfacht gesprochen gegenüber dem DAX. Und man hat gesehen, hey, super Outperformance, die Versicherungsstrategie oder die Aktienmarktstrategie mit Versicherungskomponente war besser. Also was haben Anleger dann zu dieser Phase beachtet, wenn sie die letzten Jahre zurückgeschaut haben? Hey, ich kaufe etwas mit Absicherungscharakter. Wenn wir dann aber die nächsten Jahre uns anschauen, das sehen Sie hier, dann vom 01.04.2009 bis zum 19.01.2022, da sehen wir, dass die Marktrenditen deutlich höher waren. Die Strategie, die konsequent Puts kauft, um Marktverwerfungen abzusichern, rentiert deutlich schlechter. Was fragen Anleger dementsprechend nach? Natürlich Strategien, die nicht absichern. Und daher der Appell muss sein, haben Sie nicht 5 Strategien, 5 Vermögensverwalter, 5 vermögensverwaltende Fonds, die alle das Gleiche tun, sondern achten Sie darauf, dass Sie Strategien haben, die verschiedene Strategieansätze haben, die in unterschiedlichen Marktverläufen sich unterschiedlich verhalten, weil nur das ist echte Diversifikation, sprich Risikostreuung.
Auch das kann man einheitlich aus einer Hand steuern, also einen Ansprechpartner haben, der verschiedene Strategien bündelt. Und ich glaube, das ist auch der Weg nach vorne, nicht nur für große Vermögen, sondern auch für Vermögen, die vielleicht etwas geringer sind, bei denen es auch die Möglichkeit gibt, heutzutage sehr professionelle Ansätze zu implementieren. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unser Webinar in dieser Woche. Natürlich der Fokus dann auf den Marktdaten rund um die Geldpolitik und auch natürlich der Hinweis nochmal auf unsere Beratungsleistung, weil wir sind nicht nur Kommentatoren, sondern in erster Linie sind wir Berater. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.